Kollektivheilung auf die Gesundheitssysteme, auf tiefen Wunsch der geistigen Welt hin, aktiviere ich die heilenden Energien für sämtliche Gesundheitssysteme auf der Erde, für Befreiung, für Wahrhaftigkeit, für Lösung und Loslösung von sämtlichen alten Strukturen und für die Öffnung hin zu einem neuen, innovativen Bewusstsein um Heilung und Ganzwerdung. Für Heilung, die von Herz zu Herz kommt. Für eine Heilung, die aus den Quellen der tiefsten Nächstenliebe entspringt. Für eine Heilung, welche auf Liebe basiert. Für eine Heilung, welche den Menschen berührt, ganzheitlicher Art. Heilung geschieht. Heilung geschieht durch Schwingung, durch Klang, durch diese einschwingenden und aktivierenden Energien. Und Heilung will diese Berührung hervorbringen. Eine Berührung, die eben das Herz rührt. Die das Herz öffnet. Die es erlaubt, Heilungswege zu aktivieren und vorzuspuren, welche noch nicht hier auf der Erde angekommen sind. Für die Öffnung hin zu einem neuen Heilbewusstsein. Für einen Transzend im Bewusstsein von sämtlichen Menschen, die an diesen Systemen beteiligt sind. Bewusstseinswandlung, Bewusstseinsanhebung, Veränderung. Und Veränderung ist gut, Veränderung ist notwendig, denn die alten Pfade haben ausgedient. Gesundheit und Wohlbefinden als ein Prozess der liebevollen Berührung, der Zugewandtheit und tiefen Öffnung. Für die Öffnung hin zu einer
neuen Form hin zum Zeitalter der Heilkunst, der heilenden Berührung und der Loslösung von Schmerz, Trauer und Angst. Befreiung und Entspannung für sämtliche Gesundheitssysteme auf der Erde. Liebe heilt. Liebe löst. Liebe entspannt. Und in diesem so heilsamen Moment der Entspannung, der inneren Losgelöstheit, kommt Ruhe in ein aufgewühltes System. Absolute Loslösung totale Hingabe und Öffnung an das Heilsein, an das Freisein und frei werden durch wahrhaftige Heilung. Und es setzt weiter Entspannung ein, Losgelöstheit und tiefer innerer Frieden. Ein Frieden, der in die Unendlichkeit hallt. Ein Frieden, der verbindend ist zu den höheren kosmischen Quellen der Heilung, der eine Brücke bildet von Neuem zu Altem und auch umgekehrt für einen Daten-, Wissens- und Energieaustausch für Lehre und Unterricht um Heilung, heil werden, ganz werden in den Gesundheitssystemen dieser Erde. Und um die Bewusstseinsschulung über das sensible
Gleichgewicht von unterschiedlichen Heilungsformen und ihre berechtigten Daseinszwecken. Alles ist gut, alles darf sein, jeder darf jene Heilung in Anspruch nehmen, die zu ihm gehört, die ihm gut tut, die ihn löst und befreit, erhebt und entspannt. Heilung für alle Gesundheitssysteme hier auf der Erde. Tiefe Loslösung, aber auch Abnabelung von Programmen, die nicht mehr dienlich sind, welche ein neues Format suchen und in dem neue Heilung erfahren wollen. So viel Liebe fürs Heilwerden, so viel Liebe zum Gesunden, so viel Liebe für ein neues Verständnis um Gesundheit, um gesund werden, um Wachstum, um Heilungsschmerz. So viel Liebe für das Dasein als Mensch im Erfahrungsfeld von Liebe und Angst, von Krankheit und Gesundheit. Von Güte, Wärme und Barmherzigkeit. Von Freiheit und Tod. Von Spannung und Entspannung. All das sind diese tiefer liegenden Aspekte der Heilung, der Erfahrung in diesem Kreislauf des Menschseins. Alles ist gut, alles entspannt sich,
Nichts war vergebens. Alles baut aufeinander auf, liebt sich, umarmt sich, zerstört sich, um in ein neues Bewusstsein der Heilung und Ganzwerdung hineinwandeln zu dürfen. In all jenen Aspekten einer neu gewordenen und klaren Freiheit. In diesem Menschsein, in einem kranken, degenerativen, aber auch in einem geheilten und befreiten Zustand. Heilung geschieht. Heilung fließt zu dir. Du bist die Heilung. Du bist die Heilquelle. Von dir heraus geschieht die Heilung. Deine Heilungsenergien werden jetzt aktiviert. Und erkenne, wie großartig das ist, mit wie viel Verantwortung und Bewusstsein das einhergeht, dass du die Fähigkeit hast, dich zu heilen, andere zu heilen. Und darüber hinaus, dass diese Berührungen hier von mir zu dir ein Transport der Liebesheilenergien darstellt, welche dich berühren und über dich auch andere Menschen berühren wird. Das nennt sich Kollektiv Heilung. Multisystem Heilung. Eine Heilung, welche auf Positivität, auf Frieden, auf Wahrhaftigkeit, auf Tugendhaftigkeit sowie Kraft und Stärke ruht. Und eine Heilung, die dies alles mit dir umsetzen möchte. Zur Heil- und Ganzwerdung deines Seins. In diesen ewig transformativen Prozessen im Menschsein. Atme Heilung und belebe dich. Genieße Heilung, die dich belebt. Und spüre dein Ankommen in deinem wahrhaftigen Sein.